wieder eingeschaltet. Sehr schön. Ja, wie versprochen melde ich mich an dieser Stelle hier wieder mit allen Wikingern. Unten steht der Erik noch und da wollen wir mal schauen, dass wir den auch nachher hier auch hochbringen müssen oder noch nicht. Muss ich mal gucken. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich nehme heute mal abends auf. Heute unterwegs. Schönen Sonntag nutzen. Ja, kaum rede ich hier von privaten Sachen. Greift mich Tröd wieder an. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt hier ein Fleisch und das gebe ich dem Olaf. Und dann kann er sein eine Figur wieder halten. Nein! Nein, er soll natürlich sich nicht wegbomben. Er soll halt hier essen. Gleich am Anfang alles kaputt und wieder von vorne anfangen. Ach ja, und ein bisschen was hat sich geändert. Ich habe mir, ja, was heißt ich habe mir? Ich habe schon längere Zeit ein besseres Headset hier rumliegen. Muss mal gucken, ob das jetzt wirklich was in meiner Vertonung hier von der Qualität her was Besseres gibt. Aber ich denke mal, ein bisschen wird es schon was bringen. Ich kann mir natürlich auch jetzt hier so ein Mikrofon mit so einem Spinnennetz vorne hinstellen und einen auf Sportmoderator machen, aber so weit ist es noch nicht. Die Dinger sind ja auch nicht so ganz billig. Aber sie sind von der Tonqualität, um das hier ganz auch abzuschließen, natürlich besser. Es hört sich besser an. Aber ich denke mal, das Headset, was ich jetzt hier auf hat, ist übrigens nicht, um Werbung zu machen, sitzt von Turtle Beach, das ist nun auch kein schlechtes. Ja, jetzt habe ich die Bombe wieder gekriegt, die ich gerade eingesetzt habe oder die ich vermasselt habe. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier oben die Sachen vorsichtigst erkunden. Weil ich will hier nicht wieder verrecken und dann, ja, ihr wisst schon, Katomania, wir kennen es ja. Das neu erfundene Wort übrigens, das wird das Wort 2014. Oder auch nicht. Naja, wir wollen mal schauen. Ah, hier ist das Exit. Stimmt, hier war das Exit. Ja, ist ein bisschen länger her jetzt. Ich habe jetzt nur eben die Wikinger zu der Stelle da geführt, so wie ich es euch versprochen habe, und habe mir nichts weiter hier angeguckt. Ach so, ja. Da drüben ist ja das Schlüsselloch. Siehst du, ich bin noch nicht so ganz da. Oder eigentlich müsste ich voll da sein. Ich habe ein bisschen mich hingelegt zum Pennen. So auch ganz nett, so kann man sich ja mal sonntags erlauben. Meistens ist dann so, dann knacke ich aber auch 3 Stunden weg. Aber danach ist man erstmal so durchgeknödelt. Ja. Gut, erstes Katomania. Davon kriegt ihr natürlich nichts mit, aber naja. Ich melde mich dann wieder, wenn diese Plattform da in Aktion ist oder in sich da fortbewegt und dann, ja. Ich bin mal so nett. Ich cutte das mal für euch. Bis gleich. So, Katomania abgeschlossen. Da muss ich noch mal kurz was zu sagen. In den späteren Leveln wird es wohl nicht vermeidbar sein. Wenn ich die Level natürlich gleich am Anfang vermassel, ja, dann werde ich nicht cutten. Ganz klar. Ja, jetzt muss ich erstmal die Bomben dem Erik geben. Ich habe den Erik nur auf die Plattform gestellt und die Plattform halt in Aktion gebracht. Was anderes ist nicht passiert. Und jetzt habe ich dem falschen Typ die Bombe gegeben. Wie geht das denn? Hä? Beim Vorbeifliegen oder wie? Wieso gibt der Olaf dem Gerti die Bombe? Der ist doch gar nicht in der Nähe von ihm. Hä? Ah, ich bin Hannes hoch 3. Ich will zum Olaf. Ist das echt so, dass der Olaf... Nein, ich will jetzt hier nicht rumhantieren. Weil die Bombe brauche ich für den Erik. Und zwar hierfür. Oh. Naja, na gut, das war jetzt ein kleiner Fehler. Jetzt ist hier bestimmt ein Tröd, da gehe ich mal fast von aus. Das habe ich nicht nachgeguckt, aber ich gehe davon aus. Aber ich komme da auch nur mit dem Erik rüber. Gut, dann nehmen wir den Erik und sind vorsichtig. Okay, ich brauche die zweite Bombe. Und dann muss ich hier nochmal hochfliegen? Warum? Okay, war da drüben nicht schon der Ausgang mit dem... Naja, gut, ich hole mir jetzt erstmal nochmal die Bombe hier von so einem Gerti. Also manchmal ist mein Schädel, entweder ist mein Schädel... Oh, du doch nicht! Mein Schädel noch nicht, oder gar nicht erst wach, oder weiß ich was. Keine Ahnung. Aber mich wundert, dass man da nochmal hochfliegen muss. War nicht der blaue Schlüssel Ente im Gelände? Ich glaube schon. Ich guck mal. Ich guck mir das an. Hä? Ah, ich ahne. Da oben ist bestimmt ein Schalter.
Zum Glück sind hier keine Stacheln da, die mich da kaputt machen. Na gut, dann haben sie sich zum Schluss nochmal was richtig schön Fieses einfallen lassen. Nein! Ich melde mich wieder, wenn ich da oben alles erledigt habe und den Schlüssel eingesammelt habe und hier alle Wikinger auf der Plattform habe. Leute. Ja, ich guck mich noch so blöde an hier, Gerti. Da kenne ich jetzt auch nichts für, dass ich nicht ganz wach bin oder nicht ganz gut schalte im Schädel. Also nochmal Katowenia. So, gecuttet. Und wie ihr seht, ich habe den Schlüssel. Und ja, einfach nur den Wikinger auf die Plattform gestellt und mehr habe ich auch nicht gemacht. Den Olaf ein Stück rüber. Und mehr ist es auch nicht. Habt ihr nichts verpasst. Aber ich merke jetzt schon die Level, wie gesagt, wenn man da so oft stirbt, das ist eine ganz schöne Arbeit, die Leute dann wieder dahin zu bringen und dann die Aufnahme wieder zu starten. Ich tendiere fast zum Safe State, obwohl ihr dann bestimmt denkt, Sissy, was soll das? Früher hatten wir auch keine. Es ist schon eine Arbeit. Ich meine, davon kriegt ihr nichts mit. Ihr kriegt auch nichts mit, wie ich mich da nochmal durchquäle. Ich sollte eigentlich weniger cutten. Ich glaube, das werde ich in den nächsten Leveln auch machen. Ich muss mir das nochmal überlegen. Viele machen ja auch Let's Plays, sag ich mal, wo ihr jeden Fail seht. Wo ihr... Naja, das wird auch so langweilig, naja, für euch, ne? Immer dasselbe zu sehen. Ihr hört nur mal ein dummes Gelaber und denkt, Mann, ich will doch nur was vom Level sehen. Oder ich spiele auch gerade Lost Vikings und ich will sehen, wie man das schafft. Oder ich versuche das im Gleichgewicht zu halten, sagen wir mal so. Ich versuche es im Gleichgewicht zu halten und, mit dem Gekatte. Wie gesagt, gleich am Anfang, wenn ich da fehle, da werde ich keinen Cut setzen. Dann müsst ihr den Anfang nochmal sehen und dann ist das so. Abgeschlossen. Oh, ja. Oh, da reden wir vom Cutten. Gut, dass ich ihm die ganzen Fleischstückchen gegeben habe. Das war jetzt so wirklich dumm. Also das war echt Dummheit, war das. Sprich ich hier mit dem... Das ist aber auch so scheiße gesetzt, das Schloss. Naja, so, dann hören wir mal, was unsere guten Wikinger zu sagen haben. Dieses Pump macht mich schwindelig. Du siehst jetzt aus wie Olaf. Außerdem lassen sie deine Stimme komisch klingen. Okay, das ist, dann ist da Helium drin. Ja, muss ja Helium drin sein. Luft kann es ja nicht so sein. Aber wie viel Helium muss ich in einen Körper reinkriegen, um nach oben zu fliegen? Oh! Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine Schokoladenwelt mit Zuckerstangen. Ja, sieht auch schön aus, ne? Sieht schick aus. Erinnert mich vom Level-Design so ein bisschen an... an The Lost Vikings. Nein, Quatsch. An... Na... Cool Spot, genau. Cool Spot hieß das Spiel. Das könnte man eigentlich auch mal Let's Playen, ne? Cool Spot? Ja. Obwohl... Na, ich weiß noch nicht. Das Cool Spot ist ziemlich... Ist ja so von der Musik her und so vom Aufbau her ganz nett gemacht. Aber... Ja, nur spring hier vernünftig. Aber ziemlich eintönig, ne? Also das hat nicht so viel Goodies hier wie The Lost Vikings. Ist genauso wie mit, falls ihr das Spiel auch nicht kennt, Zul, ne? Heißt das Zul? Ja, es heißt Zul. Zul ist auch so ein Spiel. Muss ich einen von den Wikingern da hochführen, um da einen Schalter zu betätigen? Das kann ja sein. Wo ich jetzt hier mit dem Olaf oder mit dem Erik reinkomme, ist finito im Sack, ne? Ist klar, die kriege ich da nicht mehr raus. Deshalb... Okay... Das sieht ja auch ein bisschen frech aus, ne? Ich guck mir das da oben nochmal an. Ob da irgendwas ist. Also hier kriege ich definitiv weder den Olaf noch den Gerti runter. Aber hier muss ich den Gerti haben. Hier muss ich definitiv den Gerti haben. Ja, hier sind Zielscheiben. Oh, da ist ein Geheimnis. Mal merken, wenn ich hinkomme. Also so wie ich mir es eigentlich schon gedacht habe, hier den Olaf rein... Dann kommen wir aber nicht mehr raus, ne? Ich meine, wie willst du den auch sonst hier rüberkriegen? Hier gibt es keine Möglichkeit. Okay. Wollen wir mal schauen. Der Erik sieht jetzt aus wie so ein Ägypter. Guck mal hier. Tut ja nicht Wikingus. Okay. Auch nicht schlecht, an der Zuckerstange zu stehen, ne? Da ist wieder so ein Tröd. Die Feinde mag ich. Also, die sind zwar auch ein bisschen fies ab und zu, aber die Tröds sind irgendwie lustig. Ich finde die toll. Schöne Feinde. Und die Welt mache ich auch total gerne. Na, du Tröte! Oh. Kacke, da muss ich ein bisschen timen. Weil es bringt auch jetzt hier nicht zu rätseln, ob ich den Olaf mitkriege oder nicht. Den kriege ich hier nicht hoch. Definitiv nicht.
sei denn, da cheatet man irgendwie. Ja, ich mach's mal auf Nummer Vorsicht. Ja, dann fahren wir nochmal runter. Könnt ihr nochmal die Gegend beurteilen. Begucken hier so schön mit Lasagne da am Rand. Ist ja keine Lasagne, ist glaube ich irgendwas... Ach, jetzt bin ich hier feiner verreckt. Irgendwas, ich glaube, das sind diese Pfefferminzschnitten. Die ich auch lecker finde. Wir reden hier nur vom Essen, aber das, die Welt bietet sich ja an, ne? Also, das ist ja... Mein Gott, wie fällt ein Tröd aus? So, jetzt gehe ich aber auch rüber mit dem Schwert. Also, das ist mir jetzt egal, ob der mich antrödet oder nicht. Wir haben jetzt genug hier von den... So. Schnell, schnell, ja, ich hab's gepackt. Ohne... Ja, super. So, gab's hier... Hier unten ist doch ein Geheimnis. Nee, ist kein Geheimnis. Aber hier unten in der Ecke... Ja, jetzt vorsichtig. Ich weiß, da darf ich jetzt nicht einfach so... Plattform... Da ist sie. Und Konzentration. Ihr könnt das ja auch mal spielen, das Spiel. Es ist auch ganz lustig. Aber, wie gesagt, nachher wird's, es wird echt schwer. Und ich finde, das sind schon die schweren Level. Die sind damit angefangen. Ich gehe davon aus, dass wenn ich das jetzt mache, dass ich ganz schnell zum Olaf schalten muss. Okay. Da gehe ich sogar richtig von aus. Weil hier gleich Stacheln sind. Och, wie fies ist denn das hier? Okay, da ist eine Sprungfeder, da wäre man auch so hochgekommen. Aber das, was ich jetzt an Taktik angewendet habe, ist einfacher. Bleib la la la, schön in die Stachel rein. Ach, ja gut, das meine ich. Da werde ich definitiv keinen Cut setzen jetzt. Aber ich weiß ja auch, wie man es macht. Das ist wieder so etwas... da kann ich auch das... ich weiß schon. Ich glaube, ich weiß, wie ich das löse. Wenn ich unter der Plattform stehe, schnell das Schild hochheben. Damit ich auch exakt gut fallen kann. So, den können wir ja gleich hier einpacken. Es gibt ja da keine Diskussion. So. Es ist ja auch ein bisschen schneller, wenn man weiß, wie es geht. Sei denn, macht jetzt irgendwelche dummen Fehler wieder. Jetzt nochmal hier einen auf... Nee, ich wollte noch einen auf Ägypter machen, aber... Oh, das geht aber... Es geht aber schnell. Tröd! Schön mit Noten. Stell dir mal vor, er ist Lehrer hier, unser Tröd, und zwar Musiklehrer. Und wenn du nicht richtig die Noten lernst, kriegst du so eine blaue Note an den Kopf geknallt. Na, jetzt hat er mich einmal. Einmal soll reichen. Na gut, zweimal ist auch okay. Ah, das ist jetzt auch mit Energie. Ah. Ess doch hier was von der Schokolade, du. Dann kriegst wieder Energie. Also, das erinnert mich echt an diese, entweder so diese Zuckerstangen, die so beim Jahrmarkt immer meistens zu kaufen gibt. Oder, ja, ich übersetze das jetzt mal für alle Nationen. Jahrmarkt, Kirmes, Oktoberfest. Und dann haben wir alle durch. Was heißt das in Berlin? Heißt das, glaube ich, Schlachtfest. Nein, das heißt nicht Schlachtfest in Berlin. Wie heißt denn Jahrmarkt in Berlin? Also ich kenne es ja auch der Kirmes. Das ist ja auch nicht so ganz richtig. Es ist ja eher so da meine Heimat, wo ich herkomme. Da heißt das Kirmes. Hier oben heißt das, wo ich jetzt wohne. Könnt ihr euch ja schon denken, aus welcher Region ich herkomme. Heißt das Jahrmarkt? Warum auch immer. Ist einmal im Jahr oder was? Nein. Und dann gibt es noch Kirmes. Was gibt es noch? Rummel. Ah, ist halt bestimmt Rummel in Berlin. Also ich meine, das, wo die Karussells sind. Und ihr wisst schon, ja. So schnell zum Olaf. Und an das erinnert mich halt, ne? Obwohl ich diese Zuckerstangen ja überhaupt nicht mag. Die sind mir einfach... Die schmecken zu sehr nach Zucker. Genau. So. Ich sag noch, dann mache ich das Schild runter. Na Leute, dann ist es halt so, ne? Das muss ich ja nochmal. Ich glaube wirklich, in Berlin heißt das Rummel. Passt doch irgendwie zum Berliner, ne? Also, ja. Aber ich finde persönlich meine Heimat, wo ich herkomme, da die Kirmes finde ich am besten, ne? Es heißt ja auch, wenn Kinder nicht brav sind, ne? Wenn du jetzt nicht gleich brav bist, dann fährt dein Hintern oder dein Arsch Kirmes. Das kenne ich noch so, den Ausdruck. Ja, und wenn ihr euch so wundert, meine Aussprache oder mein Dialekt, das ist so eine Mischung aus zwei Dialekten. Die Leute, die mich kennen, wissen das ja. Manchmal ganz schön grausig, ne? Wenn man zwei Dialekte mischt. Aber das kommt, wenn man zu Hause mit einem Dialekt beschallt wird und mit den Freunden den anderen Dialekt spricht. Ich meine, ich kann auch das so ein bisschen noch ausprägen. Ich kann auch mal versuchen, den anderen Dialekt nur so zu sprechen. Aber momentan potte ich ja mehr, ne? Das, aber das ist immer so, wenn ich ziemlich glücklich bin, dann mache ich mehr meinen Heimatstadtdialekt. Und wenn ich mehr so nachdenklich bin oder unglücklich, dann kommt der andere Dialekt zum Vorschein. Was jetzt nichts irgendwie besonders heißen mag.
Manchmal. Oder manchmal dreht sich dann auch. Egal. So, dann haben wir da oben die Wand jetzt. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich das so schnell wie möglich schaffe. Der Tröter, der geht mir tierisch. Ah! Du bringst mir keine Musik bei. So. Das scheint da irgendwie so ein bisschen problematisch zu sein da unten mit dem Olaf. So, rüber mit dir. Ich hau mal ein bisschen mit dem Schwert. Zack, zack, zack. Okay, da muss ich rauf. So, die bringen jetzt ja nichts. Den lasse ich da auch mal vorsichtshalber stehen. So. Ich muss mir das echt mal angucken. Vielleicht setze ich das Schild auch gar nicht ein und ziehe den Olaf da gleich rüber. Ist das nicht... Oh, mit dem Stachel. Da kann ich auch nicht... Na, jetzt habe ich das Schild schon ausgerüstet, ne? Ja, ist besser. Ohne Schild. Oh, hier ist ein Beamer. Den setze ich aber noch nicht ein, weil ich hier bestimmt noch was mit dem Olaf erledigen muss. Okay, das ist ja wohl sehr groß. Na gut, da muss ich durch. Da muss ich durch. Da ist ein Schlüssel, da komme ich nicht weiter. Oh, hoffentlich habe ich mir jetzt keine Falle. Ja, da. Leute! Ja, das bleibt nicht aus. Das bleibt nicht aus. Soll ich das jetzt nochmal kurz erkunden? Ja, ich erkunde es nochmal kurz und dann, dann melde ich mich dann zurück. Beziehungsweise, dann fange ich nochmal von vorne an und wenn ich dann das nochmal versemmel, dann setze ich auch einen Cut. Okay, da ist der Schlüssel. Soll das, warum soll es das hier? Ich erkunde nur mal eben. Okay. Ja, das ist gut mit den Blasen. Ach so, das ist extra so gedacht. Ist aber auch nicht so das große Problem. Okay, das ist die Stelle, wo wir mit dem Olaf waren. Gut, dann kann ich den Olaf doch zurückbeamen. Und mit ihm hier... Ja, das passt. Das passt, das passt. Ich weiß, weiß. Ja, du, komm. Aufgeben. Ich weiß, also ich muss den Olaf gar nicht erst zurückführen und ich lasse ihn da auch an einer sicheren Stelle stehen, damit da auch keine fiesen Matenten entstehen. Ach, was versuche ich eigentlich mit ihm hier? Muss ich den eigentlich hier behalten oder kann ich den gleich dahin führen? Ich kann ihn da gleich hinführen, genau. Das machen wir auch. Ja. Sprung, Sprung, Sprung. Eben fand ich das... Oh, hier gibt's ein Geheimnis. Aber hier gibt's ein Geheimnis. Ja, ich komme jetzt eh nicht wieder zurück, ne? Weil das Schild ist ja für den Erik, sag ich mal, ziemlich uninteressant. Der hat ja kaum was mit Gegnern hier zu tun. Das wäre jetzt nur für den Gerti eine ganz schöne Sache. Ja, vielleicht auch, wenn er irgendwo runterfällt. Gut, hier komme ich mit dem Gerti sowieso... mit dem Erik sowieso nicht hin. Er hat jetzt so viel Energie. Ich schließe das jetzt mal auf. So. Da ist das Exit. Brauche ich den da nachher noch? Es kann sein. Das kann sein. Deshalb stelle ich mich da neben dem Teleporter mal hin. Gut. Dann werden wir jetzt... Guck mal, dann kann man am Anfang schon gleich einen Fehler machen. Ne? Also es ist ja... Da kommt's ja nicht mehr weiter. Wenn er hier mit dem... Gerti reinfällt, dann ist Feierabend. Dann ist Schluss. Der Sack kaputt. So. Hier rauf. Hier rauf, hier runter. Jetzt mal hier die Zielscheiben kaputt machen. Nee, ich gehe gleich. Ich gehe jetzt gleich rüber und hau das Tröd kaputt. Ich hoffe, dass ich da nicht sterbe. Das ist immer so. Tröd. Ich darf ihn gar nicht erst so weit kommen lassen. Einen ist nicht so schlimm jetzt. So, kommt die Plattform wieder. Armes Tröd, ne? Hau ich da einmal mit dem Schwert drauf. Und schon ist der Grabstein da. Naja, also ich habe genug von den Dingern. Ne? Das ist... Ich habe mich übrigens informiert, ich weiß nicht, ob ihr das schon in den Comments dann geschrieben habt, mit diesem Kansas und mit diesem Toto. Das war, glaube ich, jetzt lass mich lügen, Part 9 oder Part 10. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist der Zauberer von Oz gewesen. Ich habe das gegoogelt. Natürlich kenne ich der Zauberer von Oz. Auch ziemlich bekloppte Kinderserie, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch wieder so was, was ich überhaupt nicht mag. Da hampeln die rum und naja, ich äußere mich da jetzt auch nicht mal dazu.
Es gibt auch so ein Musical davon, ne? Und die machen ja aus allen Sachen Musical, ne? Aus allen Sachen. Was ich ganz schlimm finde, ist das Musical von Rambo. Das Musical von Rambo. So, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Hat auch knapp geschafft. Es gibt so ein Musical von Rambo, da schießt er die Zuschauer kaputt. Nein, ich meine natürlich das Rocky-Musical. Finde ich ganz schlimm. Finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Das verhunzt total diesen Männerfilm. Da bin ich auch ein bisschen chauvinistisch jetzt. Dann ist die Rocky-Filme bis auf Teil... Warte mal, was ist da vor diesen anderen da trainiert? Das ist, glaube ich, Teil 4, ne? Bis auf Teil 4 sind die Rocky-Filme für mich legendär. Und dann ein Musical rauszumachen. Also, Leute. Naja. Ich mache ja auch nicht das umgekehrt. Ich mache aus Cats ja auch nicht einen Actionfilm. Aber das muss jeder selber wissen. Ich find's kacke. Ich find's einfach nur kacke. Aber es geht ja jetzt hier ziemlich flüssig, wenn ich hier von... Gut, da darf ich nicht reinfallen. Gut, dann weiß ich auch, wo ich hinkomme. Dann sind sie ja wieder vereint, die Wikinger. Jetzt muss ich nur noch den Schlüssel holen. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches gemacht habe. Nee, es gibt so ein paar Dinge, das ist aber auch wirklich nur meine Meinung. Jeder hat eine Meinung heutzutage. Ich habe auch eine. Ich bin jetzt hier lieber vorsichtig. Achso, das habe ich schon aufgeschlossen. Das packt man einfach nie an. Und nur um da dann so ein Musical rauszumachen, naja, gut. Muss ja nicht sein. Ich muss es ja nicht angucken. Da ist es auch wieder so. Aber ich finde es scheiße. Ehrlich. Das, für mich ist das so, ja, klingt jetzt auch wieder so ein bisschen... Ja, so ein bisschen chauvinistisch, Macho-Gehabe. Das ist für mich so eine Männerbastion, die Rocky-Filme. Das ist so, ne? Ich meine, ist auch ein Drama. Ich finde eigentlich so, Rocky 1 ist auch was für Frauen. Also, das, wo man da auch nicht so distanzieren kann. Das ist typisch Mann und das ist typisch Frau. Aber da ist ja auch irgendwie alles bei. Drama, Action. Ich meine, je mehr die Titel nach vorne gehen, so ab Rocky 2, geht es ja mehr so in die Action und tougher Mann und sowas. Ich weiß nicht, also... Da muss man kein Musical rausmachen, ne? So, abgeschlossen. Wow. Sieh dir diese Süßigkeiten an. Olaf, leg die Süßigkeiten zurück. Komm schon, die sind für meine Kinder. Hm, klar, wer es glaubt. Deine Kinder essen noch nicht 300.000 Kilo Süßigkeiten. So, im nächsten Level. Wollen wir auch mal schauen, das sieht mir... nach einem Wikinger aus, der nicht gut springen kann. Da muss ich bestimmt beide. Ich gucke mir erstmal mit dem Erik hier alles an. Was ist das denn hier Schönes? Aha! Ich verstehe. Da oben muss ich die rüber lotsen. Nehmen wir doch mal jetzt hier die Gerti und springen. Und ich habe festgestellt, dass man ja mit diesen Federn Schwung holen muss. Damit, wie gesagt, dieses Fettgewicht von Olaf die Feder richtig ausnutzt. Und das würde ich auch... Ich würde mir das erstmal angucken. Wie schalte ich denn hier? Komm hier, Erik. So. Das ist doch schon optimal. Da brauche ich doch nur einen Schalter. Ja. Mehr würde ich da auch nicht machen. Zurück. Das ist fies. Das ist ja jetzt Kinderkram. So, ich warte lieber auf den Olaf. Auf Fettgewicht Olaf. Muss der da überhaupt hoch? Das ist auch die Frage. Ah nee, der Olaf kann da ja nicht hin. Der muss ja hier den Weg nehmen. So. Wo wir schon wieder von Fettkraft reden. Der arme Olaf, ja. Ich bin deine arme Frau übrigens. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Ich will hier, wie gesagt, es ist hier keine Diskriminierung von dicken Leuten oder von korpulenten Leuten. Um Gottes Willen. Ich bin, wie gesagt, kein dünner Mensch. Und, es ist, aber, wie gesagt, es ist ein Videospielcharakter. Das tut dem nicht weh, oder, Olaf? Na? Siehst du, er hat Nein gesagt. So, sehe ich gleich mal die Bomben hier mit dem Olaf einsammeln. Oh, ein Tröd. Ein Tröd. Der Schatz, auch geil, ne? Bei dem Tröd, echt. Ich finde die witzig, die Tröds. Ah, oh, die Tomate hätte ich kriegen können. Naja, gut, okay. Jetzt vertan. Hä, wie soll ich denn hier rüberkommen? Hä? Ist das der andere Schalter dafür? Kann ja durchaus sein. Das...
Oh! Komme ich da jetzt wieder hoch? Oh, Glück gehabt. Falschen Knopf gedrückt, beziehungsweise den richtigen Knopf gedrückt, nur den falschen Charakter. Ich leg das mal hier um. Nee, da passiert gar nichts. Hm. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass ich sowieso mit dem Erik hier runter muss. Und da irgendwas umlegen muss, damit da so ein... Ja, das sind... Oh, alter Verwalter! Was ist das denn hier? Wollen die hier die Gamer mit Herzinfarkt ausstatten? Das, dem traue ich nicht. Dem traue ich ganz und gar nicht. Gut, hier ist ein Schlüssel. Ja, das ist das gleiche in grün. Bestimmt schwieriger. Ja, ja. So, erstmal gucken. Ich brauche da vorne... Ja, jetzt habe ich ja schon wieder das Optimalste hier. Oder? Ja, okay. Ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Ja, das haben sie nicht ganz so fies gemacht. Und zwar... So, jetzt sieht er aus wie der Ägypter. Und zwar... Umlegen, den Olaf ein Stück vor und den Gerti ganz rüber und dann den Olaf. Ja, es ist machbar. Ja, ich, also es kann ja, wie sollen sie es denn sonst machen? Noch schwerer, wäre auch scheiße. Aber das fand ich jetzt auch nicht so fies. Dass mir das dauernd passiert. Da muss ich aufpassen, da kann ich nämlich schnell mal verrecken. Muss er da hoch? Ich muss jetzt echt aufpassen, einmal noch mit dem Erik. Gut, dafür hat er die schöne Radieschen gekriegt. Hm. Feder. Ja, ich lasse mal den Erik hier rumhampeln. Muss das so sein? Nee, muss nicht so sein. Was sollen die da auch? Die müssen hier runter, also das gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Nee, also da könnte man auch nicht rumhampeln irgendwie, dass man da jetzt was Verkehrtes gemacht hat, oder? Da kommt keiner von den Wikingern hoch, auch nicht von der Plattform hier, außer der Erik. Ich lasse den mal lieber jetzt hier auf den Olaf sein Schild auffallen. Das ist vorsichtshalber. So, das ist klar, das bomben wir weg. Oh, 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 da sieht man mal wieder nicht, was da los ist. Naja, ich muss es riskieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich guck mir das hier erstmal hier oben an. Hier ist ja noch so eine... Da komme ich ja mit gar keinem rüber, solange ich nicht die Schalter da umgelegt habe. So, steht denn der Olaf da noch? Ich hoffe es. Habe ich den da stehen lassen? Oh, ist nervt! Na, das stand ja vorher der Olaf, stimmt. Ich muss aufpassen mit dem Erik. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Gut, jetzt mal ein paar Wikinger ein Stück zur Seite, weil ich tau den Frieden hier gar nicht. So, ich gehe zur Seite. Da kann eigentlich nichts passieren. Nein, 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 nein. Hoffe ich, dass ich jetzt von der richtigen Seite raufgegangen bin. Gut, 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 gut. Das kann nicht sein. Ist das jetzt richtig gewesen? Ich fliege jetzt hier mit dem Olaf runter. So, ich habe da jetzt irgendeinen Schalter gedrückt, wofür der auch da sein mag. Ja, wie auch immer. Also, es muss doch stimmen. Na gut, ich stelle den Olaf hier hin, der kommt ja da wieder hoch. Gut, die Plattform. Ich kann mir nur vorstellen, und ich glaube, das ist auch richtig, versteck dich aber nicht hinter der Zuckerstange, du bist gleich dran, dass der Erik jetzt hier hoch muss und das Ganze ist umgedreht, dass der Gerti... Ja, mit der Zuckerstange, du. Das ist der Pharao. Wikinger zum Pharao. Neue Styling. Genau. Das kann ich mir nur vorstellen, dass das so ist. Das ist doch bestimmt so. Erik, du machst mir echt Sorgen. Du. Mit deiner einen Energiesprosse da. Alter Verwalter. Jetzt ist hier gar nichts passiert. Jetzt aber. Machen wir mal den hier um. Aber das ist schon ein bisschen. Da muss ich. Sowas hasse ich ja, ne? So, das auf keinen Fall. Erstmal nur den. Den in der Mitte nicht. Den ganz rechts. Gut. Da muss ich trotzdem erstmal gucken. So, wenn ich jetzt den umschalte, wenn er drüben ist, und danach den hier mache, passt. 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 Da habe ich mir die anderen eigentlich drunter vorgestellt. So.
einen rüberlaufen. Ist auch wichtig. Und jetzt ihn hier. Bitte lass es richtig sein. Ich bin bei sowas immer ganz tüdelig. Vergesst das dann immer sofort. Ihh, was ist das denn hier? Carius Bactus oder was ist das? Ja, das sieht nach Olaf aus. Das sieht nach Olaf aus. Halt! Ich muss den Dings mitnehmen. Genau. Den Gerti. Runter mit dir. Genau. Da gehe ich stark von aus, dass es der Olaf ist. Und der Olaf wird definitiv da den roten Schlüssel kriegen. Aber das ist auch wieder so eine Passage. Da muss ich höllisch aufpassen. Hey, wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Ich muss es versuchen, Leute. Oh, es ist eng. Ja, es geht. Es funktioniert. Es funktioniert sogar gut. Ja. Es ist der Kreis, der schließt sich. So, jetzt nicht wieder den falschen Knopf drücken und die Bombe hier hinlegen. Das passiert mir auch öfter. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sich mal in Knöpfen verdrückt. Da gibt es ja viele. Vor allem die Games sind ja auch alle unterschiedlich lenkbar. Und auch gerade bei Let's Plays passiert das ja. Bin ja nur kein professioneller Let's Player. Um Gottes Willen, das will ich auch nie sagen. Außerdem würde mich auch nochmal interessieren, falls Let's Player mir, also Kollegen, kann man ja sagen, mir zu gucken. Es gibt viele Let's Player, die sagen, und ich kenne auch welche, ich gucke keinen anderen Let's Player an zu. Nö, ich halte mich selbst für den Besten. Na, jetzt zum Beispiel falschen Knopf gedrückt. Oh, Schock nochmal. Das ist nicht so schlimm jetzt hier mit dem Olaf. Gut, da kommt ja jetzt die Blase und dann... Also, halt mich selbst für den Besten, würde ich nie von mir behaupten. Und ich gucke auch ganz gerne andere Let's Player, weil ich viele unheimlich gut finde. Naja, kommt drauf an, ob ich die mal erwähne hier. Die brauchen auch keine Werbung. Ganz ehrlich, ich brauche Werbung, Leute. Ich bin nicht so publik wie ihr. Ich finde einige richtig oberklasse und ich würde auch nie mehr anmaßen zu sagen, hier, Leute, ich steche euch alle weg. Ich bin so der geilste Kommentator oder die Leute kommen in Scharen. Ja, sieht man ja bei mir rein. Nee, ich finde welche richtig klasse, also wirklich klasse. Und die können mich ja auch sehen in ihren... als Abonnenten. Also die ich abonniert habe, finde ich richtig klasse. Also falls da mal einer reinguckt, schöne Grüße. Ich finde euch wirklich super. Macht weiter so und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich schneide mir das ein oder andere Stück Schinken, sag ich mal, von euch ab. So, lesen. Oh nein, musste gerade an etwas Schlimmes denken. Wie kannst du an so einem Platz an etwas Schlimmes denken? Wenn ihr nicht bald... Wenn wir nicht bald heimkommen, werden wir das Essen verpassen. Ja, ist klar. Ist klar. So, Leute. Hier mache ich den Part erstmal finito. War bis hier bis auf ein oder andere Hürde ganz okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.